Ein kleines Flüsschen an einer Wohnsiedlung mitten im Nirgendwo. Hat was Süßes und Idyllisches an sich. Ein Ort, wo man Seite an Seite mit der Natur und ihren Bewohnern lebt. Dieses kleine Flüsschen bietet Lebensraum für Dutzende Tiere, wie, Enten? Ja, Stockenten? Ja, süß und so. Und Biber. Ja, genau. Und wir befinden uns nicht irgendwo im Nirgendwo, sondern mitten in Zürich, der größten Stadt der Schweiz. Und wenn es langsam dunkel wird, kommt auch der Rest der Bibergang heraus. Denn Biber sind bekanntlich dämmerungs-nachtaktiv. Die größten Nagetiere Europas sind die besten Bauarbeiter, die die Natur je hervorgebracht hat. Nacht für Nacht bauen sie an ihren Megaprojekten. Dämme! Mit ihren Werken haben sie einen großen Einfluss auf die Gestaltung der Lebensräume. Und das hat für viele Tiere, wie Amphibien, große Vorteile. In der Schweiz wurden die Biber fast ausgerottet. Ihr Bestand hat sich aber dank Auswilderungsprojekte wieder stabilisiert. Und es leben wieder um die 4.900 Biber in der Schweiz. Es wird genagt und gebaut, was das Zeug hält. Auch wenn es 2 Meter weiter voller Menschen wimmelt, lassen sie sich nicht stören. Die pelzigen Neuankömmlinge sind hier eine echte Sensation. Viele Leute warten jeden Abend, um hier einen Blick zu erhaschen. Und einige sind vielleicht ein bisschen zu euphorisch. Bobber! Ey, Kurva, Bobber! Bobber, nicht spielen! Ja, wenn das Gerüst steht, geht es dann um die Feinarbeit. Da Biber reine Pflanzenfresser sind, müssen sie sich nicht um irgendwelche Jagden kümmern, sondern haben alles, was sie brauchen, in diesem Fluss. Es ist Februar 2024 und 4 Monate her, als ich hierher kam. Mich nimmt es Wunder, was sich hier alles so verändert hat in dieser Zeit. Und ja, man kann sagen, sie haben sichtlich das ein oder andere verändert. Und die Dämme scheinen auch fertig zu sein. Wow, sie haben wirklich gute Arbeit geleistet. Ein perfekter Staudamm. Vielleicht übertreibe ich, aber ich finde das echt beeindruckend. Ich habe mich auch gefragt, ob die Biber noch hier sind und ja, sind sie. Und arbeiten schon an ihren nächsten Projekten.